ein Computer untergebracht in einer Tastatur. Das war in der Blütezeit von Heimcomputern gar nicht mal so unüblich wie etwa bei diesem Commodore 64. Netzteil dran, Fernseher dran und sofort betriebsbereit. Und man erspart sich immerhin ein Eingabegerät. Doch dieses Konzept fand gerade bei den IBM-kompatiblen Rechnern kaum bis gar keinen Anklang, aber ich habe da eine noch nicht allzu ältere Gerätschaft entdeckt, die genau sowas ist, der Keyboard-PC der Marke Emery. Äußerlich merkt man auf den ersten Blick die Unterschiede zu einer normalen Computertastatur gar nicht. Nur im Detail erkennt man neben den Lock-AEDs auch welche für den Betriebszustand. Auch so einen Intel Atom-Sticker findet man normalerweise an keiner Tastatur. Noch offensichtlichere Merkmale eines PCs dürften dann die Anschlüsse auf der Rückseite sein, die neben einer genügenden Anzahl an USB-Anschlüssen überraschenderweise auch über einen Seriell-Port verfügt. Versteckt hinter einer äußerst nervigen Klappe gibt es den für eine Maus vorgesehenen USB-Anschluss sowie den einzigen Monitoranschluss, leider nur VGA. HDMI war ja offenbar auch vorgesehen, nur nicht bei diesem Modell. Eigenartig ist hingegen der Ethernet-Stecker. Man muss das Kabel so einführen, dass es mit bloßen Fingern nicht möglich ist, diesen wieder vernünftig zu entfernen. Da hilft nur Werkzeug. Das wird allerdings nur bei häufigen Kabelwechsel auffallen. Wer sich das Gefrickel nicht antun will, es gibt auch WLAN. An der linken Seite gibt es ebenfalls Anschlüsse und die Möglichkeit, die Tastatur einzuschalten. Ein wenig auswechseln kann man auch, nämlich den Arbeitsspeicher und die Festplatte. Dieses Modell soll 4 GB Arbeitsspeicher und eine 64 GB SSD drin haben. Die 4 GB Arbeitsspeicher waren soweit korrekt, doch original bekam ich dieses Exemplar mit einer handelsüblichen 500 GB HDD. Die hier eingebaute SanDisk SSD entspricht nun vollkommen der Modellbezeichnung. Zu dem Tastatur-PC kam auch noch die Originalverpackung, die vor allen Dingen von einer neuen Generation spricht. Wirklich etabliert hat sich diese neue Generation nicht. Zumindest die Anwendungszwecke kann man so unterschreiben. Mit dazu gab es ein kleines Netzteil, eine Servicekarte, die von einem verständlicherweise abgelaufenen Pickup-and-Return-Service spricht, und die Kurzanleitung, die das Wesentliche vom PC beschreibt, inklusive bunten Bildern. Diese empfiehlt den Betrieb von Windows 7 und sagt sogar, dass dieses System in Deutschland angefertigt wird. Mit Bauteilen aus anderen Ländern natürlich. Doch auch die SSD wird keine Leistungswunder bei diesem 2011 erschienenen Tastatur-PC hervorrufen, denn bei der CPU handelt es sich um einen Intel Atom D525. Nicht gerade der Renner, aber für ein System, was in eine flache Tastatur integriert werden soll, allemal geeignet. Kann die CA2032 Batterie Surfen geht auf nicht sehr aufwendigen Seiten allemal, aber bei YouTube muss zur niedrigeren Qualität zurückgegriffen werden. Man könnte im verschwommenen Hintergrund erahnen, wie die 3D-Mark-Benchmarks abliefen. Aber ich will dieses übertriebene Diagramm nicht vorenthalten. Die Ergebnisse sehen wie folgt aus. Ja, wahrlich kein Leistungswunder. 3D-Mark Vantage sagte erstmal, nö. Und das dürftige Ergebnis von 3D-Mark 05 ließ mich sogar 3D-Mark 06 schnell vergessen. Aber selbst bei 3D-Mark 2001 lief es nicht mal wirklich besser. Zum Spielen ist diese Kiste definitiv ungeeignet, sogar ungeeigneter als manch Heimcomputer. Beweise liefern euch die nun folgenden Impressionen. Guten Morgen. Berlin bleibt unter wechselhaften Wettereinfluss. Ab und zu muss mit Schauern gerechnet werden. Doch die meiste Zeit bleibt trocken. Die Temperaturen pendeln zwischen 17 und 20 Grad. Tja, Summer in the City. Just you.
right. Happy face displayed. Watch this one. Ich habe die Gelegenheit genutzt, auch mal die aktuellste Version von Minecraft auszuprobieren, wo aber die Performance selbst bei runtergesetzten Videoeigenschaften mehr als bescheiden lief. Also ungefähr so wie sämtliche Benchmarks der neueren 3D-Mark-Version. Wie ich schon sagte, spieletauglich ist was anderes. Aber hey, es gibt ja noch die von Microsoft mitgelieferten Spiele und Emulatoren wie DOSBox. Die Geräuschkulisse hält sich dank SSD etwas in Grenzen, aber ein Surren hört man dennoch. Schlimmer sind dagegen die integrierten Stereo-Lautsprecher, die bei hoher Lautstärke anfangen zu klirren. Zum Hören der Lieblingsmusik, wie die Packung es sagt, würde ich es so nicht verwenden. Zum Glück gibt es einen Line-Out-Anschluss, womit man eine vernünftige Anlage anschließen kann. Und kann man auf diesem PC gut tippen? Die Chiclet-Tasten sind nicht jedermanns Sache, aber es vermittelt ein halbwegs gutes Tippgefühl. Und stabil genug ist es allemal, ist ja schließlich ein PC drunter. Dabei wiegt das Teil so viel wie eine mechanische Tastatur. Es gibt inzwischen spannendere und vor allen Dingen kleinere Rechner, doch hier erspart man sich wenigstens die Tastatur als Eingabegerät. Eine Tastatur, die für die heutige Zeit fast schon zu schwachbrüstig, aber immerhin schick anzusehen ist.